Gold, einst Inbegriff des reinsten, höchsten und ewigen. Materie gewordene Göttlichkeit, Tautropfen aus dem Leib der Götter. Ans Licht gespült, aufgehoben, Begehrlichkeiten weckend. Das Ende des goldenen Zeitalters, der Beginn unserer Zeit. Die Wurzeln dieses Handwerks reichen weit ins Altertum zurück. Funde in Indien aus dem 3. Jahrtausend vor Christus belegen, dass schon damals mit dünnen, geschlagenen Goldblechen Götterfiguren vergoldet wurden, es also den Goldschläger bereits gegeben haben muss. Wurde die Goldschlägerei im Mittelalter vornehmlich in Klöstern ausgeübt, so übernahmen im 13. Jahrhundert weltliche Handwerker die Herstellung des Blattgolds, ausgehend von der Reichsstadt Nürnberg. Von hier aus brachten wandernde Goldschlägergesellen ihr Wissen um 1500 nach Schwabach. Zur Hochzeit des Handwerks, vor dem Ersten Weltkrieg, hatte Schwabach Nürnberg überrundet und wurde zum führenden Zentrum der Goldschlägerei. 125 Betriebe verarbeiteten jährlich eine Tonne reines Gold. Schwabacher Blattgold war zum weltweiten Qualitätsbegriff geworden. Daran hat sich nichts geändert. Aber starke, vor allem italienische Konkurrenz ließ das einst blühende Handwerk über die letzten 80 Jahre dramatisch schrumpfen. Heute gibt es nur noch 10 Betriebe in Schwabach. Einen davon betreibt Herbert Festner. So, bitteschön. Dankeschön, wiedersehen. Die Arbeitsschritte in diesem Handwerk sind seit Jahrtausenden fast unverändert. Die Herstellung der Legierung, das ist der erste Schritt. Die Zusammensetzung sorgt für die Farbe des Goldes und die Witterungsbeständigkeit. Jeder Betrieb hat seine eigenen Legierungen und ihre genaue Rezeptur ist eines der sorgfältig gehüteten Geheimnisse dieser Zunft. Nicht Gramm, sondern Dukaten gelten als Maßeinheit. Dem reinen Gold, also dem 24-karätigen, das Herbert Festner von einer Scheideanstalt geliefert bekommt, wird je nach der vom Kunden gewünschten Tönung Silber und Kupfer zugesetzt, wenn erforderlich auch Platin. Oft besteht das Ausgangsgold für eine neue Legierung nicht nur aus reinem Gold, sondern auch aus den Resten eines früheren Auftrags. Dieses Gold hat bereits Silber- und Kupferanteile, die Herbert Festner in der Berechnung berücksichtigen muss. Kupferstückchen ersetzen verloren gegangene Dukatengewichte, die es schon lange nicht mehr zu kaufen gibt. Das hat mich immer fasziniert, wie die Goldschlägergesellen mit ihren Hämmer jongliert haben. Das war also, wie die da rumgeschlagen haben mit 22, 24 Pfund Hämmer. Und das haben da mit einer Hand das bewerkstelligt. Also das war für mich immer faszinierend. Und dann hat sich das so ergeben, dass die in der 8. Klasse ist der Gewerbelehrer, der Goldschläger, gekommen und hat uns den Beruf erklärt und hat gesagt, dass Nachwuchsmangel besteht bei den Goldschlägern. Und da habe ich mich eigentlich ganz kurz entschlossen, Goldschläger zu werden. Bei einer Temperatur von 1200 bis 2500 Grad verschmelzen die verschiedenen Elemente der Legierung zu einer homogenen Einheit. Je höher der Kupfer- oder Platinanteil der Legierung, desto höher muss die Temperatur sein. Und je nach Menge kann die Schmelze bis zu einer Stunde dauern. Ist Kuriosum. Wir haben ca. 125 Goldschlägereien gehabt und ca. 125 Wirtshäuser oder Brauereien. Und die Brauereien, Wirtshäuser bzw. Goldschläger, die haben eine Art Symbiose gebildet. Und zwar waren die Goldschläger meistens im Hinterhaus, haben sie eben das Rickgebäude für ihren Beruf genutzt. Da war es nicht weit vom heißen Schmelzofen zu einem kühlen Bier. Und dem, so ist nachzulesen, haben die Goldschläger seinerzeit mit großem Durst zugesprochen.
Der bekannte blaue Montag soll hier seinen Ursprung haben. Scheint die Oberfläche der Schmelze glatt wie ein Spiegel, muss das Gold schleunigst aus dem Ofen, sonst verdampft es wie Wasser. Herbert Festner hat die Länge der Gussform entsprechend der Schmelzgutmenge eingestellt und justiert. Der Zein kann gegossen werden. Noch heiß glättet Herbert Festner den Barren und verdichtet ihn. Dadurch erhält er eine Dicke von etwa 5 mm. Kein anderes Metallhandwerk widersetzte sich über die Jahrhunderte dem Einzug der alles umgestaltenden Technik so hartnäckig. Nicht etwa aus einer besonders konservativen Haltung heraus, nein, es gelang nicht, die entsprechenden Maschinen zu bauen. Eine der wenigen Ausnahmen, das Streckwerk. Der Barren wird in 60 bis 70 Walzzügen, unterteilt in Vor- und Fertigwalzzug, bis auf 300stel Millimeter ausgewalzt. Bei einem Gewicht des Goldbarrens von 44 Dukaten, etwa 150 Gramm, erreicht das Goldband eine Länge von rund 20 Metern. Der große Druck, den die Walzen auf das Gold ausüben, lassen es spröde und hart werden. Um es weiterverarbeiten zu können, glüht es Herbert Festner in Holzkohle bei 800 Grad wieder weich. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter immer erzählt hat, wenn sie durch Schwabach gegangen ist, da hat es aus allen Ecken gebumpert, die Goldschläge waren überall, bis auf die Straßen raus hat man es gehört. In der Stadt war Leben, aber heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, weil einfach viele Betriebe zwischenzeitlich nach außen gewandert sind, weil sich die Nachbarschaft beschwert hat. Noch sind die Vorbereitungen für die eigentliche Schlagarbeit nicht abgeschlossen. Die Ausgangslänge der einzelnen Goldblättchen muss bestimmt werden. Vorrangig ist ihr genaues Gewicht, nicht die Länge. Und somit bestimmt die Waage, wo das Goldband abgefällt werden muss. Die Maßeinheit Dukaten beruht auf einem 64er-System. Und in genau so viele Teile unterteilt Herbert Festner das Band. Denn dann hat jedes Goldblättchen, Quartier genannt, das gewünschte Gewicht. Sechsmal zusammengelegt und es entstehen 64 Quartiere. Die Falten geben die Schnittstelle an. Im vorigen Jahrhundert entwickelte sich bei den Goldschlägern zunehmend eine Arbeitsteilung, unterteilt in Männer- und Frauenarbeit. Das ist auch heute im Betrieb von Herbert Festner noch so. Frauenarbeit ist zum Beispiel das Ein- und Auslegen der Goldblättchen in die diversen Schlagformen. Ohne diese Formen, die später noch von einem Kreuzband aus Leder geschützt werden, könnte Gold nicht so unendlich dünn getrieben werden. Bevor die Formen aber soweit sind, dass die Zurichterin die Goldblättchen einlegen kann, müssen sie noch gebräunt werden, wie der Goldschläger sagt. Auch das eine typische Frauenarbeit. Mit der Hasenpfote, nichts anderes soll sich besser dazu eignen, wird Blatt für Blatt von alten Goldresten befreit und der Braun aufgetragen. Dieses Pulver, es ist eine Mischung aus gebranntem Fasergips und fettarmer Seife, setzt sich in die Poren der Blätter, sodass die Reibung für die Goldblättchen möglichst gering wird, sie sich leichter ausdehnen können und nicht haften bleiben. Jeder Betrieb stellt sich seinen Braun selbst her. Und das Rezept dafür gehört, wie die Legierungen, zu den Berufsgeheimnissen des Handwerks. In drei Arbeitsgänge unterteilt sich die Schlagarbeit. Und für jeden gibt es eine eigene Form. Quetsche, Lotform und die Dünnschlagform.
Ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Schlagarbeit ist die richtige Luftfeuchtigkeit. Als noch Hautformen benutzt wurden, war es besonders wichtig. In elektrisch geheizten Pressen wurde ihnen die Feuchtigkeit entzogen. Die heute verwendeten Kunststoffformen brauchen nicht mehr getrocknet, nur noch erwärmt zu werden. Doch dann sind sie oft zu trocken. Aber da Herbert Festner nach wie vor mit dem Mund den überschüssigen Braun aus den Formen bläst, gelangt gleichzeitig mit der feuchten Atemluft sogenannte Schussfeuchte hinein, wodurch sich die Schlagarbeit verkürzt, weil sich das Gold so leichter ausdehnt. Es ist eigentlich komisch. Das Handwerk ist jetzt über 5000 Jahre alt und es gibt keine Lehrbücher über den Beruf. Aber unser Gewerbelehrer hat sich damals bemüht und hat bei den Meistern gefragt, hat sich alles aufgeschrieben und hat es zusammengetragen und hat uns das weitervermittelt. Und was dann noch gefehlt hat, das haben wir dann natürlich im Betrieb selber bei der praktischen Ausbildung dann noch mitbekommen. Jetzt beginnt die Arbeit, die diesem Handwerk seinen Namen gegeben hat. Früher wurde natürlich mit der Hand geschlagen, einen Federhammer gab es noch nicht. Er ist das Ergebnis der wenigen technischen Umbrüche in diesem Handwerk. Gut 150 Jahre ist das nun aber auch schon her. Die erste Schlagarbeit gilt der Quetsche. 10 bis 20 Minuten dreht und wendet Herbert Festner die Form, setzt exakt die Streiche und Anzahl der Schläge. Dadurch wird es in der Form heiß, bis 80 Grad. Immer wieder öffnet Meister Festner die Form, schichtet die inneren Blätter nach außen. So gibt es keinen Hitzestau, der die Blätter mürbe machen würde. Gleichzeitig kontrolliert er die eingelegten Goldquartiere, ob sie gehen, das heißt größer werden. Dehnt sich das Gold nicht aus, so kann das daran liegen, dass das Goldband nach dem Walzen nicht genügend ausgeglüht wurde, beim Bräunen Fehler passierten oder die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist. So idyllisch wie der Garten hinter Herbert Festners Werkstatt sind die Aussichten für die kleinen Betriebe nicht mehr. Manch einer kämpft ums Überleben. Aber das kennen die Schwabacher Goldschläger nur zu gut. Ihr Handwerk wurde schon einige Male für tot erklärt. Aber es lebt. Nach wie vor. Solange Geld in der Welt ist, meint Herbert Festner, wird es auch weiterhin Goldschläger geben. Wenn auch nur noch wenige. Die erste Schlagarbeit hat die Quartiere um das 12-fache vergrößert. Sie sind jetzt 1/170 Millimeter dick, etwa halbe Haardicke. Die 500 Goldblättchen in der Quetsche legt die Goldzurichterin mit einer Zange aus Ebenholz zu Einheiten von 20 Blatt aufeinander. Die Formen stellt der Goldschläger seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr selbst her. Er kauft sie. In der Zeit, als sie aus Lederresten und aus Blinddärmen von Rindern hergestellt wurden, gab es dafür eine eigene florierende Zulieferindustrie. Heute sind die Formen aus Papier und aus Kunststofffolien, Materialien, die auch in anderen Branchen verwendet werden. Die Risse, so heißen die Goldblättchen nun, viertelt die Zurichterin, um ihnen die Ausgangsgröße für die zweite, die Lotform, zu geben. Früher haben wir für die Quetsche Montgolfier-Papier verwendet. Das hat Montgolfier damals für einen Heißluftballon genommen. Und zwar ist es aus Lederabfällen hergestellt worden, die mindestens 100 Jahre alt waren. Und die sind dann ausgegossen worden mit der Hand via Büttenpapier. Und das war ein dünnes Lederpapier. Die Lotformen aus Pergamin, einem besonders reißfesten Papier, bieten Platz für 1600 Blatt. Bis alle eingelegt sind, ist eine routinierte Zurichterin gut eine Stunde beschäftigt. Wobei sie darauf achtet, die Risse genau in die Mitte zu platzieren, dass sich das Gold unter dem Hammer wieder über die gesamte Fläche ausdehnen wird.
Ist es schwierig, die Mitte auszumachen, hilft ein Stückchen Pappe. Eine der wesentlichen Aufgaben des Meisters ist es, dafür zu sorgen, dass keine Leerläufe entstehen. Das heißt, Herbert Festner richtet sich die Schlagarbeiten so ein, dass immer ausreichend fertige Quetschen, Lotformen und Dünnschlagformen für die Zurichter und Beschneiderinnen bereitstehen. Also mir ist einmal fast passiert, dass ich in der Werkstatt, wo ich gelernt habe, war ich am Federhammer gesessen, und zwar den ganzen Früh. Der ist doch laut, aber monoton. Da ist mir tatsächlich passiert, dass ich fast eingeschlafen wäre. Und wenn es einschläft, dann ist natürlich das Problem, wenn du den Finger drunter bringst, dann ist er fort. Nur noch ein 900stel Millimeter ist das Gold jetzt dick. Aber fast immer noch ein Blech im Vergleich zur Dicke, die es haben wird, wenn es fertig ist. Zur Vorbereitung der nächsten Schlagarbeit werden diesmal jeweils 80 Blatt zu einem Stapel ausgelegt. Noch einmal werden die Goldblättchen in 4 Teile geteilt, wobei es jetzt genau geht. Denn ihre Größe muss gleich sein, wenn sie in die letzte, die Dünnschlagform, kommen. Auch wenn es nicht so aussieht, aber so gut wie kein Fitzelchen Gold geht hier verloren. Über jedes Bruchteil eines Gramms führt Herbert Festner Buch, schon weil das Finanzamt dahinterher ist. Die brauchbaren Goldreste kommen in die nächste Legierung und alles andere, vor allem das, was auf den Boden fällt, wird mit Staub und Dreck einmal im Jahr zusammengekehrt und an eine Scheideanstalt geliefert, wo das Edelmetall zurückgewonnen wird. Meister Festner wiegt jetzt die Risse, denn so braucht er nicht später das sehr empfindliche fertige Blattgold, sondern nur die im letzten Arbeitsgang noch anfallenden Goldreste zu wiegen. Das Differenzgewicht zwischen Rissen und Goldresten gibt an, wie schwer das Endprodukt letztlich ist. Aber bis dahin steht noch viel Arbeit an. Noch ist das Gold viel zu dick. Es ist nicht lang her, da wurden Dünnschlagformen noch aus den Blinddärmen, vorzugsweise magerer englischer Rinder, hergestellt. Für eine Form mit zum Beispiel 2200 Blatt, wie diese hier, hätte es 4400 Rinder gebraucht. 2 Blinddärme für ein Blatt. Die extrem arbeitsintensive und noch dazu stinkende Herstellung, die nicht mehr ganz so frischen Därme mussten sorgfältig ausgeschabt werden, fand ihr Ende, als nach dem Krieg zunächst Formen aus Papier und später aus Folien entwickelt wurden. Aber mit ihnen lässt sich das Gold nicht so dünn schlagen. In einer Broschüre von 1927 steht: Und tritt man in den lärmdurchdröhnten Raume, so wird einen der eigenartige Rhythmus der rastlosen Tätigkeit seltsam fesseln. Im typischen grünen Schurz vor ihrem Kalkstein stehend, bearbeiten die Schläger die Form. Unaufhörlich saust der schwere Eisenhammer herab auf das kleine Paket, das Gold zu dehnen. Gerade die Dünnschlagarbeit erfordert ein solches Höchstmaß von Kunstfertigkeit, wirklichem Können und persönlicher Geschicklichkeit, dass die Bezeichnung der Arbeit als Goldschläger Kunst ohne jede Übertreibung ist. Eine Beschreibung, die ihre Gültigkeit auch heute noch hat. Der schwerste Hammer wiegt 12 Kilogramm. Und dennoch ist es nicht eine Frage der Kraft, sondern der Technik, die Schläge zu führen. 20.000 Mal am Tag. Den Hammer beherrschen lernen, richtig zielen. Nach 4 Wochen muss es der Lehrling können. So war es zumindest in der Ausbildung von Herbert Festner. Und da hieß es, spätestens am 2. Tag hat jeder Lehrling Blasen. Und wenn er am 3. Tag wiederkommt, dann bleibt er. Das Gold ist jetzt so dünn, dass man gegen einen hellen Hintergrund hindurchsehen kann. Löcher darf es aber keine haben.
Die Temperatur wird kontrolliert und die Form gerieben, damit sich die Wärme verteilt und später das Gold leicht aus der Form löst. Wenn ein richtiger Rhythmus gefunden wird, auch nur, wenn es nur bloß zwei sind und die haben den Rhythmus, dass also die Schläge so richtig zusammenpassen, da ist es wie Musik. Und jeder Hammer hat einen anderen Klang. Das sind also höhere, hellere Töne, dunklere Töne. Und es ist also wie Musik ist das. Und wenn dann drei schlagen oder vier und der Hammer, der geht dann da, das ist was Herrliches. Schade, dass das jetzt nicht mehr gibt. Die letzte Schlagarbeit ist getan. An die 6000 Schläge. Bis ein Zehntausendstel Millimeter ist das Gold jetzt dünn. Herbert Festner hat das Beschneiden nicht gelernt. Es gehört nicht zur Ausbildung des Goldschlägers. Eigentlich ein eigener Beruf, der auch viel Erfahrung und Geschick braucht. Ein Zehntausendstel Millimeter. Das heißt, 10.000 dieser Blättchen übereinander gelegt ergeben eine Höhe von einem Millimeter. Der kleinste Luftzug genügt und die Goldblättchen fliegen davon. Reibt man eins zwischen den Fingern, bleibt nichts übrig. In Quadraten von 80 auf 80 oder 65 auf 65 Millimetern, je nachdem, was das Goldblättchen hergibt, kommt es in die Goldbüchlein. Früher stellten sich die großen Goldschlägereien diese Büchlein aus Seidenpapier selbst her. Die kleinen waren auf Zulieferer angewiesen. Zwei davon gibt es noch. Dreißig Arbeitsgänge beinhaltet die Goldschlägerei. Und nur fünf davon können bisher Maschinen ausführen. Diese Zahl wird sich erhöhen. Aber ob je Maschinen die Arbeit der Beschneiderinnen erledigen werden? Da scheint es wahrscheinlicher, dass schon bald das Schlagen mit der Hand zu den überkommenen Handarbeiten in der Goldschlägerei gehören wird. Auch wenn manch Vergolder das gern anders hätte. Ich habe Kunden, die wollen von mir garantiert handgeschlagenes Gold. Die wollen kein anderes. Und es heißt zwar, die Qualität wäre die gleiche, aber ich habe schon mit einem Vergolder gesprochen, der also wirklich noch vergolden kann. Der sagt, also ist ein Unterschied da zwischen handgeschlagenem und maschinengeschlagenem. Beim maschinengeschlagenen ist die Verdichtung anders als wie beim handgeschlagenen. Das handgeschlagene ist irgendwie weicher, schmiegt sich besser an. Goldschläger und Vergolder. Zwei uralte Handwerke, die einander bedingen wie Licht und Schatten. Seit frühester Zeit war es Künstlern nicht genug, kultische und kirchliche Gegenstände in Metall, Elfenbein oder Holz zu belassen. Sie wollten sie zu Ehren der Götter erhöhen, in Gold erstrahlen lassen. Anfangs wurden noch Goldbleche verwendet und somit waren Vergoldungen eine Frage des Geldes. Und meist nur den Königshäusern und Kirchen möglich.
Aber da sich die Technik des Goldschlagens zu immer größerer Vollkommenheit entwickelte, wurden zunehmend auch profane Gegenstände vergoldet. Zumal Blattgold bei richtiger Verarbeitung eine fast unbegrenzte Haltbarkeit hat. Die älteste und zugleich auch vielseitigste aller Vergoldungsmethoden ist die Polimentvergoldung. Das Holz wird mit verschiedenen Leim- und Kreidegründen bestrichen und diese werden geschliffen und zuweilen auch verziert. Erst wenn der Untergrund absolut glatt ist, kann das Gold angeschossen werden, wie es heißt. Ein Gemisch aus Wasser und Spiritus löst den Untergrund leicht an und lässt die Goldplättchen haften. Mit einer Spur Körperfett am Pinsel wird das Gold aufgenommen und angeschossen. Aber noch ist die Goldauflage unansehnlich, rau und wenig haltbar. Ein weiterer, zeitraubender Arbeitsgang ist nötig, bis das Gold in vollem Glanz erstrahlt. Mit einem Stein aus Achat wird es Millimeter für Millimeter poliert. In der Stadt der Goldschläger steht dieses bedeutende Beispiel für das Zusammenwirken von Bildhauer und Vergolder. Der Hochaltar der Stadtkirche von Schwabach. 1502 wurde er fertiggestellt. Und noch immer hat die Leuchtkraft des Blattgolds nichts von seiner Wirkung verloren. Geschaffen von einem Handwerk, das lebt. Das aber für viele bereits zu einem unbekannten Relikt einer längst vergangenen Zeit geworden ist.